Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Passepartout the Starving Artist. Letztes Mal sind wir stehen geblieben in unserem Atelier in Paris Paris Akt 2. Und da habe ich eure Profilbilder gemalt. Guck mal hier, die Kaitos. Ist das die Kaitos gewesen? Ich glaube, die Kaitos wollte hier ihr... Genau, die Kaitos. Mit ihrer Katze. Das haben wir letztes Mal gemalt. Die anderen Bilder sind alle weggegangen. Nur Kaitos will keiner haben. Aber Kaitos geht jetzt auch weg für 1450. Siehst du mal, nimmt der George das mit. Können wir von vorne anfangen. Finde ich gut. Und heute habe ich mir überlegt... Oh, da ist ein neues Werkzeug freigeschaltet. Schon wieder? Ist das wieder das alte? Ja. Okay, er sagt mir jedes Mal, ich habe ein neues Werkzeug, aber es ist immer wieder das alte Werkzeug. Warum wir hier übrigens ätzende Sachen, die Verbrennung machen und was weiß ich alles? Weiß ich nicht, warum wir sowas Komisches hier liegen haben. Ist das eine Batterie? Ich weiß es nicht. Oh, die sieht aus wie Adel. Ich habe leider gerade kein Gemälde. Tut mir leid. Miss Josette Babette Baguette Charlotte. Tschüss. Ja, ich... Okay, ich male ja schon. Okay, und heute habe ich mir überlegt, malen wir League of Legends Charaktere. Denn League of Legends ist ein schönes Spiel, wie ich finde. Und gerade hat eine neue Season begonnen. Nämlich die Season... irgendwas über 5. Und genau, da habe ich mir überlegt, wir malen heute ein paar League of Legends Charaktere. Okay, wie machen wir das jetzt? Ich glaube, ich male als erstes... Ich weiß nicht, ob ich euch das sagen soll. Ihr kommt sowieso drauf. Aber ich sag's euch erstmal noch nicht. So, wir malen jetzt erstmal den Kopf. Der Kopf ist immer das Schwierigste, Leute. Wenn der Kopf nämlich gut aussieht, dann sieht der Rest auch in Ordnung aus, weil der Kopf, da sind die Augen und so, das geht richtig ins Herz rein. So, erstmal malen wir hier jetzt so eine Art Orange. Ein kleiner Orangenkopf. Und da dran machen wir dann... Danach wisst ihr schon, wenn ich das hier gemalt habe, dann wisst ihr schon, was es sein soll. Da kommen jetzt noch Einhorn. Also es ist kein Einhorn, sondern es ist ein Horn. Oh, ich habe hier so wenig Platz. Ich weiß auch nicht, warum ich die Fähigkeit nicht bekommen habe, dass ich das Bild drehen kann. So, zwei Hörner auf jeden Fall. Wir können hier auch nochmal ein paar Haare hinmalen, because why not? Ja, Leute, es ist Alistair. Wieso soll ich euch da so lange auf die... Ihr wüsstet das sowieso schon, es ist Alistair. So, kriegt er noch zwei kleine Näschen. Und als guter Bulle, der Alistair ja nun mal ist, kriegt er auch einen Nasenring. Denn, oh Gott, jeder gute Bulle hat einen Nasenring und er lächelt natürlich. Yay, ich bin happy. Ein paar Augen hat er auch. Hallo, ich bin Alistair. So, jetzt ist die Frage, wie malen wir den jetzt genau? Ich glaube, Alistair hat so einen Fluff, oder? Hat Alistair so einen Fluff unten drunter? Ich glaube schon. Wir malen erstmal nur die Gestik. Und die Gestik wird sein, dass er sich freut. Ja, wir sind ein happy Alistair. Hoi, sind wir happy. Ein happy-schmappy Alistair. Okay, ich glaube, ich habe seinen Körper viel zu lang gemalt und mit voll den kleinen Beinchen hier. Aber das ist noch okay, Leute. Und ich glaube, er hat hier tatsächlich auch noch so Fluff. Fluff ist immer das Schönste, Leute. Hat mein Avatar ja auch. Fluff ist immer schön zu malen. Und er ist ja der Sprenger der Ketten und der Anführer der Drachen. Und man kann ihn nicht melken. Und deswegen hat er hier natürlich auch Ketten noch. Dann ist er natürlich auch noch nackt, aber das sind keine Zitzen, denn you can't milk those. Ja, ja. Und irgendwie gefällt mir seine Beine noch nicht. Wir können da ja eigentlich noch ihn ja noch so eine Schürze hinmalen. Wie wär's denn damit? Ich find's auch blöd, dass man nicht ranzoomen kann. Wenn man ranzoomen könnte an das Bild, dann wäre alles so viel einfacher, Leute. So, aber kann man erkennen, oder? Dass das Alistair sein soll. Wir können hier vielleicht noch machen, dass er irgendwie eine Narbe hat oder so. Jetzt hat er da zwei Harry Potter Narben. Und Alistair ist so ein komisches Lila, gell? Ich weiß jetzt nicht, wie ich das ausmalen soll. Vor allem, wenn ich nicht ranzoomen kann. Spiel, lass mich doch bitte ranzoomen. Das sind echt die Schwächen von diesem Spiel, dass man einfach nicht mit Ebenen arbeiten kann, dass man nicht so Steuerung Z-mäßig einfach einen Schritt zurückgehen kann. Das ist richtig blöd zum Ausmalen dann. Ich glaube, beim nächsten Charakter werde ich das dann so machen, dass ich erst die Farbe male und wenn überhaupt, dann erst die Umrandungen, aber so ist das ja richtig blöd. So, aber das ist unser Alistair und er freut sich, weil hier nämlich ein Kübel Milch rumliegt. So, das ist unser Alistair. Sehr gut, hier, willst du meinen Alistair haben? Ich weiß, der Hintergrund ist jetzt relativ langweilig, aber passt schon, oder? Oh Gott, ich habe ganz schön lange gebraucht, um dieses Bild zu malen. Bitte gefällt es dir. Unvertretbar. Okay, sie mag meinen Alistair schon mal gar nicht. Sehr schön. Gefällt mir gut. Gefällt ihr das, wenn... Nein, sie gehen einfach alle weg. Okay, die mögen mein Alistair nicht. Mögt ihr League of Legends nicht? Oder mögt ihr echt nicht, wie ich gemalt habe? Natürlich muss Kunst nicht komplex sein. Aber ist dies dann auch noch gut?
Ich habe da voll viel Zeit reingesteckt. Ich glaube, der Hintergrund gefällt denen einfach nicht, ne? Weil der so fade ist. Okay, komm, wir machen diesmal einen hübscheren Hintergrund. Aber weil denen das allen nicht gefällt, das wird jetzt ein trauriges Bild, Leute. Ein sehr trauriges Bild. Und zwar Trauer drückt man am besten mit dunklen Farben aus. Aber ein bisschen Struktur in den Hintergrund bringen, damit die das auch irgendwie mögen. Und dann malen wir jetzt einfach. Wir malen den jetzt mal ein bisschen schneller auch. Wir malen jetzt ein grünes Etwas. Ihr wisst wahrscheinlich schon, was das dann sein soll. So, der hat einfach einen Kopf. Also das ist wirklich ein sehr einfacher Charakter. Ich glaube, den kann jeder malen. Dann kriegt er noch einen kleinen Körper. Einfach alles grün malen, Leute. Alles grün. Dann hat er noch so Zylinderfüße. Das richtig komisch aussieht, wenn er damit rumläuft. Und dann ist er noch in Klopapier eingewickelt, Leute. Und jetzt wisst ihr spätestens, wer das sein soll. Richtig, es ist Amumu. Amumu habe ich früher auch sehr gerne gespielt. Das ist irgendwie so ein Charakter, der relativ einfach ist, aber trotzdem sehr viel Schaden macht. Und mega nervig ist, selbst wenn man ihn voll schlecht spielt. Sein Anfangs-Jungle ist ein bisschen komisch. Jetzt kommt hier übrigens der League of Legends-Meister raus, der ein bisschen über League of Legends erzählt. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch mit League of Legends gar nichts anfangen können. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr mal League of Legends gespielt habt und wenn ja, wie gut ihr wart. Ich glaube, meine beste Season war, dass ich Diamond 4 war. Das war die letzte Season, by the way. Und meine Mains sind Kha'Zix und Teemo. Ja, Teemo, weil Teemo süß ist. Teemo können wir gleich eigentlich auch nochmal malen. Oh, hier, er will Alistair haben. Nimm's doch mit. Ja, oh Gott, ich hätte fast verpasst, Alistair zu verkaufen. Karrieretipp, um deine Karriere voranzutreiben, musst du mehr angesehene Kunden zufriedenstellen. Aber der George ist doch angesehen, oder? Also wenn George kein angesehener Kunde ist, dann weiß ich auch nicht. Amumu braucht natürlich auch noch Augen. Und der hat so durchdringende gelbe Äugchen. Aber Amumu ist leider eine sehr traurige Gestalt. Deswegen weint er auch den ganzen Tag nur. Es gibt ja sogar ein Amumu-Lied, ne? Das ist auch voll cool. Curse of the Sad Mummy oder sowas heißt das. Das könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal geben. Werde ich euch auch verlinken, falls ihr das Lied nicht kennt. Allgemein, die ganzen, selbst wenn ihr nichts mit League of Legends anfangen könnt, die ganzen Lieder, die die Macher da rausbringen, die sind wirklich richtig, richtig gut. So, jetzt weint er hier noch so ein bisschen. Oh nein, ich bin so traurig. Oh. Und dann kriegt er noch einen traurigen Mund. Oh, ich bin so traurig. Ich bin ein trauriges Amumu. Weil ich habe keine Freunde. Und ohne Freunde ist alles blöd. Dabei hat er extra ein Herz für uns vorbereitet. Aber keiner will sein Herz haben. Oh, sein Herz ist gebrochen. Knick, knack, knuck. Er betrachtet sein eigenes gebrochenes Herz und ist sehr, sehr traurig darüber. Armes kleines Amumüchen. Nicht zu verwechseln mit einer anderen Mumu. Sorry. Und damit haben wir auch Amumu. Leute, gebt ein Herz für Amumu. Klickt jetzt auf den Like-Button und abonniert den Kanal, damit die Sad Mummy wieder glücklich wird. Yay. Okay, cool. Das war Amumu. Ich bin gespannt, wie es ankommt bei den Leuten. Na, George, willst du auch das dritte Bild kaufen? Du bist ein ganz schön krasser Stammkunde. Es sei denn, du bist gar nicht George. Bist du George? Du bist George. Oh, nur 840? Nee, George, da musst du schon ein bisschen mehr hinblättern. Sorry. Aber vielleicht wird Amumu ja auch ein bisschen glücklicher, wenn wir ihm einfach einen Freund an die Hand geben, der ein bisschen mehr Freunde hat oder auch noch mehr Feinde. Schau mal hier, happy Farben machen wir jetzt hier. Happy, happy. Wir sind alle happy. Gelb ist eine sehr glückliche Farbe. Zwar nicht in den Augen von Amumu, also im ersten Sinne des Wortes. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Und wir malen jetzt einfach mal. Ja, gelb und gelb ist natürlich nicht so geil. Übrigens, gerne mitraten, während ich hier male, was das sein soll. Wer es am schnellsten errät, ist toll. So, ist vielleicht jetzt schon klar, was es sein soll. Aber Leute, ratet weiter. Ich sag euch gleich, was es ist. Nein, ihr dürft meinen Amumu nicht kaufen. Ich muss ihn doch erst einen Freund an die Hand geben. Ohne Freund geht Amumu hier nicht weg. Dann hat er hier noch so zwei Goggles auf dem Helm drauf. So, jetzt ist es wahrscheinlich schon klar, was das sein soll, ne? Das ist natürlich Teemo, Leute. Jetzt ist die Frage, ob ich den Kopf hinbekomme. Oh Gott, der hat nämlich auch so Fluff. Ich kann keine fluffigen Charaktere malen, Leute. Genauso wie Alistair hat Teemo ja eigentlich auch nur so einen Zitronenkopf. Sollte eigentlich nicht so schwer werden. Hier so ein schönes zitronenähnliches Ding. Ja, eventuell. Ich bin noch nicht so ganz happy damit. Ich glaube, der hätte noch ein bisschen zusammengequetschter sein sollen. Mit Maus zu malen ist aber auch mega schwer, Leute. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ist nicht so ganz einfach. Aber im Gegensatz zu Amumu lächelt Teemo wenigstens immer. Yeah, ich bin so happy. Denn ich bin Happy Alf Teemo. Ich weiß gar nicht, hat er eine Nase?
Ich gebe ihm einfach mal eine Nase. Ich glaube schon, dass er eine Nase hat. Okay, aber die wollen zumindest alle mein Amumu haben. Ich hoffe, sie wollen ihn auch gleich noch haben, wenn ich hier mit meinem Timo fertig bin. Aber erstmal braucht er natürlich trotzdem einen Freund. Mir fällt jetzt erst auf, dass Timo ja eigentlich auch ein eigener Pilz ist. Ich meine, er packt immer überall Pilze hin und freut sich dann des Lebens, aber er ist ja selber eigentlich auch ein Pilz. Das ist ja super witzig. So, und ich glaube, Timo hat auch Fluff, ne? Alle Charaktere in League of Legends haben Fluff. Auf jeden Fall die guten Charaktere. Fluff ist Beste. Oh, Gnar! Gnar muss ich eigentlich auch malen. Bin mir nicht sicher, ob ich Gnar malen kann. Und Kha'Zix traue ich mich auch nicht dran. Der ist nämlich relativ kompliziert. Kriegt dann noch einen Gürtel um. Und eine Hose hat er auch an. Ich weiß übrigens nicht, vielleicht ist das sogar gut, wenn ich jetzt die ganze Zeit die Angebote ablehne von den Leuten. Weil die dann denken, ich will mehr verlangen und dann geben sie vielleicht auch irgendwann mehr. Und dann kommen angesagtere Leute hin. Kann ja alles sein. Schuhe hat er auch noch an. Der hat solche Robin Hood Stiefel, gell? Oder solche gestiefelten Katerstiefel. Und dann fehlen ja eigentlich nur noch die kleinen Ärmchen. Timo spiele ich auch richtig, richtig gerne. Ich habe eben schon gesagt, ich spiele ihn schon irgendwie als Main. Auch überall. Tatsächlich im Jungle. Ich spiele Timo am liebsten im Jungle. Da ist er richtig OP. Am Anfang ist er ein bisschen scheiße. Muss man einfach mal so sagen. Aber im Late Game ist er richtig krass und nervt halt mega. Und am Ende hat man auch meistens den meisten Damage. Weil die Leute halt alle einfach in deine Mushrooms da reinlaufen. Und das ist toll. Und Timo hat natürlich noch ein Blasrohr, mit dem er immer die Leute abballert mit seinen giftigen Shots hier. Sieht zwar mehr aus wie ein Fernrohr, aber Leute, das ist ein Blasrohr. Sieht halt null aus wie ein Blasrohr. Vielleicht ist das auch ein Strohhalm, damit er Kakao trinken kann. Und ich glaube, er hat hier oben noch so einen Bömmel, oder? So eine Kriegsflagge auf seinem Helm. Bitteschön, das bei Timo. Vielleicht kann der Hintergrund noch ein paar Akzente vertragen sein. Ja, ich bin Happy Deppy. Oh ja, das unterstreicht doch gut, dass er noch happy ist. Ja, der ist super happy. Guck mal, wie happy der Timo ist. Wir packen ihn natürlich neben Amumu, weil das sollen bitte beste Freunde werden. Das ist Happy Timo. Zack. So, jetzt seid bitte Freunde. Ich hoffe, ihr seid glücklich zusammen. Oh, 1184 bietet der George. Aber dann ist der Amumu doch wieder traurig, wenn Timo sofort wieder weggeht. Das kann ich nicht machen. Das kann ich doch nicht machen für 1000. Nee, wir warten erstmal, was die Madame hier sagt. Haben wir eigentlich noch Geld? Ja. Die bietet wen? Achso, die bietet 700 für Amumu. Nee, wenn, dann müssen die gleichzeitig weggehen. Also wenn schon, denn schon. Ein minimalistischer Ansatz. Findest du? So minimalistisch finde ich das gar nicht. 690. Okay, ich glaube, Amumu müssen wir auf jeden Fall für so 800 verkaufen. Da kommen wir hin. Und Timo für 1200, genau. Das sollte auch okay sein. Jetzt ist natürlich Amumu wieder voll sad, dass er keinen Freund mehr hat. Er hatte gerade einen Freund, unser Amumu. Aber jetzt ist schon der Freund schon wieder weg. Oh, aber guck mal, der nimmt gleich beide mit. George nimmt gleich beide mit. Jo, mach doch. Da sind wir wieder alle im Falle. Wieso? Okay, hier kommen ganz schön viele Leute hin. Jetzt haben wir auf jeden Fall mehr als genug Geld. Gut, dann würde ich aber sagen, was ist das mit dieser Folge? 3 LOL-Charaktere. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr könnt mir gerne sagen, ob ich nochmal LOL-Charaktere irgendwann malen soll. Dann würde ich das nochmal machen. Ihr könnt mir auch schreiben, welche. Oder allgemein, was ich mal malen soll. Und dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss, euer Dizzy.